herzlich willkommen zu einem neuen Video über Destiny. Wir reden heute über die Fraktionen. Zuerst allerdings möchte ich euch etwas über die Fraktionskriege erzählen. Die Fraktionskriege waren eine Reihe von Konflikten innerhalb der Stadt unter den Reisenden. Als die ersten Bürger in die Stadt kamen, waren sie Flüchtlinge, die von der Dunkelheit vertrieben wurden, verzweifelt und bereit, alles zu tun, um zu überleben. So entstanden verschiedene Gruppen und Anführer. Diese Führer bildeten Fraktionen. Einige dieser Fraktionen haben es nicht lange genug geschafft, bestehen zu bleiben. Doch es gibt drei Ausnahmen: den Kriegskult der Zukunft, die neue Monarchie und den toten Orbit. Die verschiedenen Parteien kämpften um die Macht im Turm. Jeder glaubte, besser zu sein als der andere. Diese Fraktionskriege haben die Stadt fast komplett ausgerottet. Doch dann sind die Hüter auferstanden und die Kämpfe endeten. Die Regierung der Stadt wurde in den Konsens und in die Vorhut unterteilt. Die Fraktionen nutzen nun die Hüter, um Macht und Einfluss zu erlangen, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen. Die neue Monarchie ist eine dieser drei Gruppen. Ihr Werbeslogan lautet: Zusammen werden wir uns erheben. Die neue Monarchie beharrt vorsichtig auf den zerbrechlichen politischen Zustand der Stadt und beobachtet den Sprecher, der den Konsens darstellt, und die Vorhut wachsam. Sie sind auf der Suche nach einem Führer, der über die Stadt herrschen soll und unsere Zivilisation wieder in das goldene Zeitalter zurückführt. Die neue Monarchie glaubt, dass wenn dieser Anführer nicht gefunden werden kann, dann muss er erschaffen werden. Sie denken auch, dass sie diejenigen sein sollen, die ihn erschaffen. Ihre Überzeugung und ihr Lebensstil werden in 7 Grundsätze unterteilt. Punkt 1. Unsere Mauern gegen den Feind außerhalb zu sichern. Punkt 2. Die Rechte und Freiheiten eines jeden aufrechten Bürgers zu schützen. Punkt 3. Die Wissenschaft der Stadt zu sponsern und in den Ruinen so viel wie möglich zu bergen, sodass unser goldenes Zeitalter wiedergeboren werden kann. Punkt 4. Die Hüter zu unterstützen, indem wir die Stadt in technologische Innovationen führen. Punkt 5. Die natürliche Harmonie der Stadt zu fördern und jede Gruppe und jede Person, die diese stören könnte, aktiv davon abzuhalten. Punkt 6. Alle Individuen, Verträge und Allianzen zu den höchsten Produktivitätsstandards und rechtmäßigen Verhalten aufzufordern. Und Punkt 7, den Konsens, also den Sprecher, abzuschaffen und die ultimative Macht, um die Rechte und Freiheiten aller Bürger zu schützen, auf einen einzigen, untastbaren Anführer zu übertragen. Während Punkt 1 bis Punkt 6 völlig vernünftig erscheinen, heißt es in Punkt 7, dass die neue Monarchie den Sprecher mit seiner Zustimmung natürlich abschaffen will und einen einzigen Herrscher ernennen möchte, der über den Turm und die ganze Stadt herrscht. Das würde bedeuten, dass dieser nicht in Frage gestellt werden darf. Er darf nicht angefochten werden. Man kann also sagen, sie wollen so eine Art König ernennen und egal was dieser dann macht, wie er die Stadt reagiert, keiner darf seine Herrschaft anzweifeln. Ob das gut ist, muss jeder von euch selbst entscheiden. Jedenfalls hat die neue Monarchie als Fraktion viel getan, um den Turm und den Leuten zu helfen. Sie haben die Bürger gerecht behandelt. Exekuta, ich glaube, so spricht man das aus, Exekuta Hideo ist ein Vertreter der neuen Monarchie. Das ist eine hochrangige Position mit irgendeiner Form der Rechtsgewalt. Also kann er in seiner Partei Dinge selbst entscheiden und bestimmen. Bevor er zu der neuen Monarchie kam, war er ein Plastellhersteller, der großzügige Spenden für die Menschen in der Stadt machte. Er ist kein Fan der anderen Fraktionen im Turm. Er fordert den toten Orbit und den KDZ auf, alle Geheimnisse, die sie haben und den Unsinn, den sie verbreiten, aufzudecken. Er ist auch nicht zufrieden mit der Untätigkeit des Sprechers und vertraut ihm nicht. Er sagt zum Beispiel: Ich habe den Sprecher gesagt, wir brauchen Führung im Turm, aber ich weiß nicht, ist der Sprecher überhaupt ein Mensch? Als Anführer möchte Hideo Commander Zavala auswählen, doch Zavala möchte sich ihm nicht anschließen. Die neue Monarchie ist auch verantwortlich für den Untergang einer Fraktion namens Concordat. Lysandra war der Anführer dieser alten Fraktion. Noch ist unbekannt, welches Ziel der Concordat verfolgt hat. Obwohl sie mit den Sprecher zusammengearbeitet haben, versuchten sie ihn in einem Plot zu stürzen. Der letzte bekannte Standort dieser Fraktion war der Turm Bannerfall und auf Bannerfall wurden sie auch von den Hütern der neuen Monarchie besiegt und von den Turm ausgestoßen. Es gibt Gerüchte, dass Lysandra derzeit seine Rückkehr organisiert und plant.
Zu der neuen Monarchie kann man auch sagen, dass es spekuliert wird, dass sie die Königin des Riffs unterstützen. Die neue Monarchie ist eine Organisation, die der Stadt gewidmet ist und versucht, das goldene Zeitalter zurückzubringen. Das wünschte sich die Königin des Riffs Marasso genauso. Ob die neue Monarchie etwas mit den Neuen zu tun hat, ist unbekannt. Aber wir wissen, dass Marasso mit den Neuen versucht hat, zusammenzuarbeiten, als sie ins Kolas ausgeliefert hat. Die Betonung liegt bei versucht. Denn wir wissen ja, was damals passiert ist. Oder? Wisst ihr es nicht? Dann schaut euch unbedingt die Geschichte der Grimoire-Karten Teil 4 von mir an. Da erkläre ich den ganzen Vorfall. Ich verlinke das mal in der Infokarte oder in der Endcard. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass Lord Shax eine Variante des neuen Monarchie-Rüstungssets trägt. Also Lord Shax ist ein Fanboy der neuen Monarchie. So, schreibt mir mal in die Kommentare, welches Video das nächste sein soll. Ihr habt zur Auswahl den Toten Orbit, den Kriegskult der Zukunft oder ein Video über Osiris oder machen wir ein Video über die Vorhut von Ikora, Kate und Zavala. Eure Entscheidung schreibt sie in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.